Mord oder Notwehr? Diese Frage stellt sich Russland, seitdem ein Mord 2018 das Land erschüttert. Drei Schwestern bringen gemeinsam ihren Vater um, der sie jahrelang missbraucht hat. Sind Christina, Angelina und Maria Opfer ihres tyrannischen Vaters? Oder doch eiskalte, kalkulierte Mörderin? Der Kriminalfall spaltet Russland und bricht ein Tabu in einem Land, in dem es keinen gesetzlichen Schutz für Kinder und Frauen vor häuslicher Gewalt gibt. In dem Gewalt gegen Frauen zur alltäglichen Erfahrung gehört, wohingegen jedoch ein Mord von Frauen einen gesellschaftlichen Aufschrei auslöst. Erst recht, wenn drei Teenagerinnen zur Täterin werden. Alles beginnt 30 Jahre vor dem Mord an Michail Khatchaturian im Jahr 1988. Michail ist ein junger Mann, als in seiner Heimat der Krieg zwischen Aserbaidschan und Armenien ausbricht. Eigentlich will er in die USA flüchten. Moskau soll nur ein Zwischenstopp sein, doch er bleibt dort. Als sein Vater Anfang der 90er Jahre stirbt und seine Schwester schwer krank wird, wendet er sich der armenischen Kirche in Moskau zu und wird ein streng religiöser Mann. Doch das hält ihn nicht von der Gewalt ab, die seine Familie von ihm erfährt. In Moskau lernt er seine Frau Aurelia kennen. Familienmitglieder beschreiben sie vor ihrer Ehe als fröhliche junge Frau. Doch das ändert sich schnell. Von Anfang an ist Michail gewalttätig ihr gegenüber. Mit den Jahren wird es immer schlimmer. Doch Aurelia kennt es nicht anders. Gewalt gegen die Ehefrau oder als Erziehungsmethode wird in der russischen Gesellschaft akzeptiert. Ein Sprichwort lautet: Schlägt er dich, so liebt er dich. Jedes Jahr sterben 12.000 Frauen an der Folge häuslicher Gewalt. Das sind durchschnittlich alle 40 Minuten eine Frau. 36.000 Fälle von häuslicher Gewalt gegen Frauen und Kindern gab es im Jahr 2013. Doch die Dunkelziffer wird viel höher geschätzt, denn die wenigsten bringen die Angriffe zur Anzeige, da meist nichts von der Polizei unternommen wird. 2017 unterzeichnet Präsident Putin sogar ein Gesetz, das die häusliche Gewalt faktisch entkriminalisiert, da sie nur noch als bloße Ordnungswidrigkeit angesehen wird. Obwohl sich Putin im Vorfeld gegen gewaltsame Erziehungsmethoden ausgesprochen hatte. Gleichzeitig senden die regierungstreuen Fernsehsender eine Propagandakampagne, dass Männer nicht strafrechtlich haftbar gemacht werden sollten, wenn sie ihre Frauen aus Versehen oder aus zu großer Liebe schlagen würden. Gleiches gilt für Kinder, die nur aus Interesse zur guten Erziehung geschlagen werden. Doch auch wenn vor 2017 Gewalt in der Familie eine Straftat war, sind viele Frauen gewalttätige Beziehungen gewöhnt. So auch Aurelia. Nachdem sie sich versucht, von Michail zu trennen, bedroht er sie und ihre Familie. Nach einer Silvesterparty, zu der er Aurelia eingeladen hat, sperrt er sie ein und lässt sie nicht mehr gehen. Am Tag ihrer Hochzeit verprügelt er sie. Sie steht mit Tränen in den Augen vor dem Altar, jedoch nicht aus Freude. Auch später schlägt er sie vor seinen Verwandten, die Michails Umgang mit seiner Frau als normal ansehen. Sie bekommen vier Kinder, 1997 ihren ältesten Sohn Sergei, danach Christina, Angelina und Maria. Michail arbeitet nicht, trotzdem hat die Familie genug Geld, um nach außen hin Wohlstand zu repräsentieren. Dem Familienoberhaupt Michail ist es wichtig, dass seine Kinder immer gut gekleidet sind. Außerdem hat er eine kostenintensive Leidenschaft. Waffen. Woher das Geld der Familie kommt, weiß niemand. Michail erzählt allen, dass ein Freund aus den USA ihn jeden Monat umgerechnet mehrere tausend Euro überweisen würde. Doch in der Nachbarschaft gibt es ganz andere Gerüchte, woher das Geld kommt. Michail soll in kriminelle Machenschaften verwickelt sein, unter anderem in Drogenhandel und Erpressung. Er ist gut vernetzt, sowohl auf der Seite der Kriminellen als auch bei der Polizei, dem Geheimdienst und der Staatsanwaltschaft, die seine kriminellen Geschäfte decken sollen. Als er einmal von der Polizei angehalten wird, bedroht er den Polizisten mit einer Waffe und kontaktiert seinen Freund, einen Staatsanwalt. Innerhalb kürzester Zeit wird Michail freigelassen. Auch das ist ein Punkt, der Aurelia und ihre Kinder immer wieder abschreckt, sich in den Jahren der Tyrannei an die Polizei zu wenden. Ihnen wird nicht geholfen. Einmal versucht die Mutter zu flüchten und in einem Polizeirevier ihren Mann anzuzeigen. Michail folgt ihr und verprügelt sie vor der Polizei. Es passiert nichts. Ganz im Gegenteil. Einige der Polizisten sind Michails Freunde und helfen dem gewalttätigen Mann, seine Frau nach Hause zu bringen. Aurelia bleibt nur eine Hoffnung. Sie muss so lange durchhalten, bis ihre Kinder alt genug sind, um mit ihnen zu fliehen. Während Michail, Aurelia und die Kinder nach außen hin die glückliche, wohlhabende Familie darstellen, sieht es hinter verschlossener Tür ganz anders aus.
Michael drangsaliert und kontrolliert die gesamte Familie. Zum Teil wohnen 10 Personen in der kleinen Zweizimmerwohnung am Rand von Moskau. Darin leben die Eheleute Khatschaturian, ihre 4 Kinder, Michaels Mutter, 2 seiner Schwestern und eines derer Kinder. Über Jahre erfahren nicht nur Aurelia, sondern auch Maria, Christina und ihre Angelina sämtliche Formen von Gewalt von Michael. Er verprügelt, misshandelt, drangsaliert sie, sperrt sie ein und missbraucht seine Frau und Töchter. Zwar erfährt auch sein Sohn Sergei Gewalt, allerdings richten sich Michaels Aggressionen vor allem gegen seine Frau und später gegen seine Töchter. Zu Christina, Maria und Angelina sagt er, dass Sex vor der Ehe eine Sünde sei. Doch da sie sein eigenes Blut sind, könne er über sie bestimmen und herrschen. Gewalt und Missbrauch sind ständig präsent in der Familie. Die jahrelange Tyrannei beweisen unter anderem zahllose Chat- und SMS-Protokolle innerhalb der Familie, die seit der Festnahme der Töchter an die Öffentlichkeit gesickert sind. Michael bringt Videokameras an der Tür an, die Schwestern dürfen keine Freundin mehr treffen und dürfen in den späteren Jahren kaum noch zur Schule gehen. Bis auf die Schulpsychologin teilen alle Lehrkräfte der Mädchen die Meinung, sich nicht in die Angelegenheiten in der Familie einzumischen. Auch nicht, als die Mädchen gar nicht mehr in die Schule kommen, da Michael verlangt, dass sie ihn rund um die Uhr bedienen müssen. Im Sommerurlaub 2016 vergewaltigt der Vater seine älteste Tochter Christina erneut. Sie versucht sich daraufhin das Leben zu nehmen, mit einer Überdosis Tabletten. Nur ihre Schwestern können rechtzeitig den Rettungsdienst rufen, während es Michael nicht interessiert. Über die psychischen Erkrankungen des Vaters wird in der Familie nicht gesprochen. Er begibt sich über Jahre immer wieder in psychische Behandlung und weist sich ein. Posthum wird ihm später ein psychiatrisches Gutachten auf Grundlage seiner Diagnosen und Arztbesuche angefertigt. Es umfasst 58 Seiten. Ihm wird eine kombinierte Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Er leidet an Übererregbarkeit, Explosivität, Inkonsequenz bei Emotionsäußerungen und wird ohne Anlass aggressiv und jähzornig. Außerdem leidet er an einer Störung in Form eines nicht nach Alter differenzierten sexuellen Verlangens. Doch obwohl sich Michael anscheinend in Therapie befindet, die er seiner Familie verheimlicht, ändert das nichts an seinen gewalttätigen Ausrastern. 2013 wirft er den 16-jährigen Sohn Sergei aus der Wohnung, 2 Jahre später auch die Mutter Aurelia. In einem Interview sagt sie: Er verlor die Beherrschung, legte eine Waffe an meine Schläfe und sagte zu mir: Ich werde jetzt gehen. Und wenn du noch hier bist, wenn ich zurück bin, werde ich euch alle töten. Aus Angst vor Michael verlässt sie die Familie. Er verbietet ihr zudem, Kontakt zu ihren Töchtern zu halten. Die Schwestern sind nun der Wut, dem Hass und der Gewalt des Vaters allein ausgesetzt. Michael behandelt seine Töchter wie Sklavinnen. Sie müssen für ihn kochen, putzen und ihn bedienen. An seinem Sessel hat er eine Glocke, mit der er seine Töchter ruft und die augenblicklich erscheinen müssen, auch wenn es nachts ist, um ihm Trinken zu holen oder das Fenster zu öffnen. Neben der körperlichen Gewalt und dem Missbrauch droht er Christina, Maria und Angelina regelmäßig damit, sie zu töten oder mit Säure zu entstellen. Das beweisen auch Sprachnachrichten, die der Vater seinen Töchtern immer wieder schickt, um sie zu bedrohen. In den Jahren, in denen die Schwestern nun allein mit dem Vater leben, spitzt sich die Situation für Angelina, Maria und Christina immer weiter zu. Sie müssen Michael siezen. Er spricht sie hingegen als Schlampen und Missgeburten an. Er ist abergläubisch und verbietet ihnen Wörter, wie zum Beispiel Schlaf auszusprechen, da sie Wörter des Bösen wären. Die Schwestern haben nur sich. Kontakt zu den wenigen Freunden, die Mädchen nur noch haben, können sie lediglich über ihr Handy führen. Einen Monat vor dem Mord schreibt Christina einer Freundin: Ich habe heute Nacht das Bewusstsein verloren. Er fing an, mich um 1 Uhr morgens zu schlagen, weil ihm nicht gefiel, dass eines seiner Hemden nicht gebügelt ist. Ich habe Angst bekommen und fing an zu weinen und bekam keine Luft mehr und fiel auf den Boden. Die Kleinen fingen an zu schluchzen, um mich wiederzubeleben. Es war verdammt verrückt. Und dann hat er ihnen mit seiner Waffe sie auf den Kopf geschlagen. Er wird jeden Tag schlimmer. Wenn Michael nicht zu Hause ist, versuchen die Schwestern ein Leben zu führen wie andere in ihrem Alter. Sie hören laut Musik, machen Selfies und posten Sachen auf Social Media. Doch diese kleinen Momente eines normalen Lebens sehen die Angehörigen von Michael später als Beweis, dass die Mädchen nicht aus Notwehr gehandelt haben, sondern einen kaltblütigen Mord aus niedrigen Beweggründen begangen haben. Michaels Familie weiß, was sich in der kleinen Zweizimmerwohnung am Rande Moskaus abspielt. Doch sie teilen seine frauenfeindlichen Ansichten und die gewalttätige Erziehung. Der 27. Juli 2018 ist einer dieser besonders schlimmen Tage für die drei Schwestern.
Der 57-jährige Michael kommt gegen 15 Uhr aus einer psychiatrischen Klinik wieder. Die Behandlung scheint allerdings wenig zu bewirken. Er ist so aggressiv wie immer und wütend darüber, dass die Mädchen nicht nach seiner Zufriedenheit geputzt haben. Er ruft seine Töchter nacheinander in sein Zimmer, filmt sich dabei, wie er sie beschimpft, und sprüht dann einer nach der anderen Pfefferspray ins Gesicht. Die 19-jährige Christina bricht daraufhin an Atemnot zusammen. Die 18-jährige Angelina und ihre ein Jahr jüngere Schwester Maria fassen an diesem Tag einen Plan. Sie teilen die Waffen ihres Vaters untereinander auf und warten, bis dieser schläft. Mit einem Hammer und Messer attackieren Angelina und Maria gegen 19 Uhr Michael. Christina, die immer noch benommen vom Pfefferspray ist, eilt ihren Schwestern zu Hilfe, die mit ihrem Vater kämpfen. Sie sprüht ihm daraufhin Pfefferspray ins Gesicht, um Michael außer Gefecht zu setzen. Dieser versucht, in den Hausflur zu flüchten. Angelina nimmt daraufhin ihrer jüngeren Schwester das Messer aus der Hand und rammt es ihrem Vater im Hausflur ein letztes Mal in die Brust. Minuten danach nehmen die Videokameras, die Michael zur Überwachung seiner Töchter angebracht hat, auf, wie die Schwestern immer wieder voller Panik in den Hausflur gehen. Christina, Maria und Angelina fügen sich danach selbst Schnitte zu und rufen die Polizei. Sie sagen, sie haben in Notwehr gehandelt. Als die Polizei eintrifft, gestehen sie, wie sie Michael Ratchatourian getötet haben. Die Frauen werden festgenommen und es wird ein psychiatrisches Gutachten der drei Schwestern erstellt. Alle drei werden mit einer posttraumatischen Belastungsstörung und psychischen Abwehrreaktion diagnostiziert, sowie dem Bettard-Child-Syndrom, eine körperliche und seelische Schädigung durch Kindesmissbrauch. Die 17-jährige Maria wird wegen der akuten Belastungsstörung für nicht zurechnungsfähig erklärt. Der Anwalt der drei Schwestern argumentiert, dass sie aus Notwehr gehandelt haben. Schließlich beschränkt sich Notwehr nicht nur darauf, sich zu wehren, wenn man gerade in einem Moment angegriffen wird. Notwehr könne auch sein, in ihrer verzweifelten Situation den Vater während des Schlafens zu töten. Schließlich wussten sie, dass sie keine Hilfe von der Polizei vor Ort bekommen würden, die mit Michael befreundet war. Ihr Verteidiger besteht deshalb darauf, dass erkannt wird, dass die drei Schwestern einem fortwährenden Verbrechen ausgesetzt waren und deshalb wegen Selbstverteidigung freigelassen werden. Unterstützt werden Christina, Angelina und Maria dabei nicht nur von ihrem Bruder Sergei, ihrer Mutter und ihrem Verteidiger. Der Fall der drei Schwestern entfacht eine landesweite Debatte über häusliche Gewalt in Russland und spaltet das Land. Es gibt zahlreiche Proteste in ganz Russland. Weltweit vor den russischen Botschaften demonstrieren Menschen, die die Freilassung der Schwestern und eine Verschärfung der Strafverfolgung bei häuslicher Gewalt fordern. Mehr als 400.000 Menschen unterzeichnen außerdem eine Petition, um Druck auf die Staatsanwaltschaft auszuüben, die Anklage fallen zu lassen. Ganz anders sieht das jedoch Michaels Familie. Sie unterstellen den Schwestern zu lügen. Ihre liberale Verteidigung würde den Fall der Schwestern ausnutzen, um den Kampf der Gleichberechtigung weiter voranzutreiben. Nicht die Selbstverteidigung hätte die drei Schwestern zum Mord bewegt, sondern Geldgier und Durchtriebenheit. Nach dem Mord entfacht ein erbitterter Streit zwischen Michaels Familie und Aurelia, der in Interviews und im Fernsehen ausgetragen wird. Michaels Schwester Naira hält Pressekonferenzen ab, in denen sie ihren Bruder als fürsorglichen und anständigen Vater beschreibt. Seine Töchter sollen hingegen durchtrieben, umtriebig und böse gewesen sein. In einem Interview sagt sie, er kaufte ihnen alle möglichen Geräte, damit sie die Wohnung leichter sauber halten konnten. Aber sie krümmten keinen Finger, damit er sich aufregt, einen Herzanfall bekommt und stirbt. Doch Gott hat ihn verschont. Da der Prozess gegen die drei Schwestern seit knapp 3 Jahren auf sich warten lässt, wird der Kampf zwischen den Familien in den Medien ausgetragen. In Talkshows sitzen sich die verfeindeten Parteien gegenüber, beschimpfen sich und beschuldigen sich immer wieder gegenseitig. In einer Sendung wird das Leben von Michael und Aurelia in einem Film nachgespielt. Sie muss mit ansehen, wie die Vergewaltigung ihres Mannes nachgespielt wird. Selbst als im Fernsehstudio gefordert wird, den Film zu stoppen, läuft dieser weiter. Und die Kameras filmen den erstarrten Blick der Mutter. Später wird sie immer wieder von Michaels Familie angegangen, dass es schließlich keine Vergewaltigung in einer Ehe geben würde. Im Gegensatz zu den Protesten, die sich für die Freilassung der Schwestern einsetzen, stehen aber auch viele Russen auf der Seite des getöteten Vaters und glauben der Familie Ratchatourian.
Doch aufgrund der Chatverläufe, der Sprachnachrichten und Videos ist der Missbrauch und die Gewalt, denen die drei Schwestern täglich ausgesetzt waren, gut dokumentiert. Sie widerlegen die Darstellung der Khatchaturians. Deshalb soll auch Michail für die Vergewaltigung und den Missbrauch posthum angeklagt werden, was in Russland möglich ist. Mittlerweile sind fast 3 Jahre seit dem Mord vergangen. Und niemand weiß bisher, wann der Prozess gegen die drei Schwestern stattfinden soll. Trotz des Missbrauchs und der Anklage gegen den getöteten Vater erhebt die Staatsanwaltschaft im Juni 2019 wegen vorsätzlicher Tötung Anklage. Zuerst wollte auch die Staatsanwaltschaft den Fall als Notwehr ansehen, doch die leitenden Ermittler im Fall sträuben sich dagegen. Sie sind sich sicher, dass die Schwestern vorsätzlich getötet haben. Immer wieder werden Gutachten angefertigt und diese werden angefochten. Es gibt Streit um die Kompetenzen und zusätzlich verschiebt sich der Prozess wegen der Covid-19-Pandemie immer wieder. Durch das Aufschieben des Prozesses leben die Schwestern, ihre Mutter und ihr Bruder Sergej in ständiger Angst. In einem Interview sagt Sergej: "Wenn ich oder meine Schwestern sterben, dann ist es klar, wer das zu verantworten hat. Mir selbst wurde sogar Geld angeboten, damit ich meine Schwestern umbringe. Von meiner Großmutter, der Mutter meines Vaters." Mittlerweile leben die Schwestern in häuslichem Gewahrsam, bei verschiedenen Verwandten, was die Gefahr für Übergriffe gegen sie erhöht. Vorher verbrachten sie 1 Jahr in Untersuchungshaft. Als der Anwalt der Schwestern sie das erste Mal im Gefängnis besucht, scheint ein Satz am besten zusammenzufassen, welche Qualen die drei jungen Frauen in ihrem Leben durchmachen mussten. Angelina sagt zu ihrem Verteidiger: "Im Gefängnis geht es mir besser als daheim." Kontakt untereinander dürfen die Schwestern nicht haben und ihnen wurde verboten, mit der Presse zu sprechen, während sie darauf warten, dass endlich der Prozess gegen sie beginnt. Bis dahin wird der Fall der Khatchaturian-Schwestern weiter in Russland beschäftigen und das Land bei der Frage spalten, was wirklich hinter der Tat steckt: Mord oder Notwehr.